Wladimir Malakow, ein Weltstar. Bewundert, ständig im Rampenlicht, nirgendwo unerkannt. Wie ist es, wenn er sich inkognito unter seine Zuschauer mischt? Wenn er mit denjenigen zusammentrifft, die ihn sonst nur auf der Bühne bewundern? Wladimir Malakow will es wissen. Und er hat eine Idee. Eine Aufführung mit Laien, Kindern und Profis. Wird er genug Leute dafür begeistern können? Wladimir Malakow beim täglichen Training. Er ist einer der besten Balletttänzer aller Zeiten. Ein Jahrhunderttalent. Seit 2004 leitet er die größte klassische Kompanie Deutschlands, das Staatsballett Berlin. Für seine legendären Sprünge, seine Eleganz und seine Ausdrucksstärke auf der ganzen Welt gefeiert, von Kritikern zum Tänzer des Jahrhunderts gewählt, mit Preisen überhäuft, er hat alles erreicht. Jetzt ist er Mitte 40, ein Alter, in dem viele Balletttänzer ans Aufhören denken. It's of course you would like to have the same body like before, but it was not possible. You know, you're not young. You only continue with the things to work, and you need to accept the situation. And to feel that you're still exactly the same like it was 20 years ago, but it was not the same, you know. I think I have a good career as a dancer. Now the time to change a little bit, to concentrate, to teaching, to do choreography, to be a director. Wladimir Malakow hat in 3 Jahrzehnten Ballettkarriere so einiges ausprobiert. In einer Aerobikstunde war er noch nie. Er hofft, dort Mitstreiter für einen Flashmob zu finden. Der Tänzer hat sich den schweißtreibenden Kurs von Carmen Bethke ausgesucht. In ihrem Aerobik-Bootcamp bringt sie sportliche Frauen in Topform. In der ersten Aerobikstunde seines Lebens möchte der Ballettstar so lange wie möglich unerkannt bleiben. Ich hoffe, keine Leute mich erkannt. Guten Morgen, meine Lieben. So, meine Lieben. Ich sehe ein neues Gesicht. Hast du schon mal Aerobic gemacht? Nee. Nein, noch nicht. Okay, versuch einfach die Musik in deine Füße reinzubekommen, den Rhythmus der Musik, und ich gucke einfach, was so geht. Mein Name ist Carmen. Hallo. Herzlich willkommen. Guten Morgen allerseits. Die Kursteilnehmerinnen des Fitnessclub Aspria wissen von nichts. Nur Carmen, die Trainerin, ist eingeweiht. Öffne die Beine. Das fand ich natürlich ganz besonders, ihn so hautnah und dann noch in meinem Kurs zu haben und dann, dass er auch noch meine Choreografie macht. Very nervous, because I don't know what will happen, you know. It's completely different mood, different feeling, different pain, steps, you know. After 2 minutes, I already have a cramp in my feet because it's sneakers. Yeah, but I never wear sneakers in my life. Mitzuhalten, aber nicht so gut zu tanzen, dass es auffällt. Selbst einen Ballettprofi bringt das zum Schwitzen. First 5 minutes I was very high, yeah?
But then Carmen started to give so many steps and I become tired, but I don't want to show that it's hard, you know? And also I don't want to show that I don't know the steps, you know? Of course it's also not to show that I'm professional. Zeit für die zweite Eskalationsstufe, Striptease. Plötzlich habe ich mitgekriegt, dass er an die Seite geht und sich entblättert, auszieht und dieses wunderbare türkisfarbene Trikot drunter hat. Das war schon mal erstaunlich. Dann hat er sich ja in unsere Mitte gestellt und dann habe ich schon gesehen, meine Güte, der ist das erste Mal dabei, der bewegt sich ja, das ist ja unglaublich. Das ist so aufgedreht. Nur einmal. Nur einmal. Oh nein, keine Drehung dazwischen. Nochmal. 5, 6, jump side. Und ich gucke so und denke, Moment mal, der kommt mir bekannt vor. Hat er eine Pirouette gedreht, dann wusste ich sofort, okay. Ich bin zu Carmen gegangen und habe gefragt, ist es nicht der Wladimir Malakow? Ja, das ist er. Das ist er. Ja, die Meine Lieben. Unsere Verehrung. Wisst ihr, wen wir zu Gast haben? Malakow. Das ist Wladimir Malakow. Ich hätte mir nie im Leben träumen lassen, dass ich mal mit Wladimir Malakow zusammen eine Aerobic-Stunde mache. Toll. Gleich erfahren die Kursteilnehmerinnen, was Weltstar Wladimir Malakow mit ihnen vorhat. Werden Sie mitmachen? Ja, wir haben in den November einen Flashmob machen, ja. Und ein Flashmob, ja. Und ich, ja, und natürlich alle eingeladen da zu sehen und auch machen. Mitzumachen. Zur Verstärkung werden auch Tänzer des Staatsballetts dabei sein. Wladimir Malakows charmante Kollegin Xenia Wiest hat schon über die Choreografie nachgedacht. Ich habe auch die Musik gebracht und dann alles kann hören, welche Musik wir tanzt, okay? Also wir haben 5 Paare aus dem Staatsballett und die kommen dann so nacheinander rein, so ein bisschen in Dirty Dancing Style und so. Und danach kommt Aspria, genau. Danach kommen die Kinder und dann gibt es ein Dirty Dancing Special Moment, den verrate ich jetzt aber noch nicht. Natürlich kann ich sagen jetzt, was sie machen. Überraschung. Für den Flashmob hat sich der Tänzer den zentralsten Ort Berlins ausgesucht. Das Sony Center am Potsdamer Platz. Das wird in 3 Wochen ihre Bühne sein. Der Auftritt im Sony Center ist in mehrerer Hinsicht eine Premiere. Noch nie zuvor hat Wladimir Malakow auf der Straße getanzt. Zumindest nicht nüchtern. Couple of glasses of champagne and then you start to jump and dance in the street like this. But in general, I never do. I'm doing this as for pleasure, first of all. You never will have a chance again. This is also, think about. Some people said, you crazy, you do. I said, what? Yeah, I'm crazy. Zehn Tage vor dem Auftritt. Сюда. А, мы можем еще, знаешь, что сделать? Как бы просто так пим-пим-пим, да, и там, когда она чувиха начнет петь. Подожди, подожди. Так что прилетели, подожди. Пам, пошатнулись. Так, Dirty Dancing statt klassischer Strenge. Der Ballettstar fühlt sich gut in seiner neuen Rolle. Und die junge Kollegin gibt Anlass zur Begeisterung. She has the fantasy, she is very intelligent.
she has the ideas. This is what she has, her own style. Wladimir Malakow will nicht nur Aerobic-Tänzerinnen und die Profis ins Sony Center bringen, er will auch Kinder mit dabei haben. Schließlich sollen die Tänzer zunächst wie ganz normale Passanten wirken. Schon die ganz Kleinen versuchen sich als Dirty Dancers. The children is our future, and I think it's very important to put them, to show them, to present them in such an event like a flash mob. Die Hüftschwünge der Großen würden selbst Patrick Swayze von Neid erblassen lassen. Xenia freut sich über die gute Laune ihres Chefs. Ich kenne ihn ja nur als Direktor, als meinen Direktor, der dann auch in den Proben auch manchmal streng ist und dann sagt, was nicht gut ist oder dann auch manchmal, was gut ist. Aber in diesen Proben war wirklich ja, fast privat, also ja, irgendwie, weil wir waren wirklich nur zu zweit und er war sehr herzlich mit mir und er hatte auch wirklich total Spaß daran. Die Aerobic-Tänzerinnen müssen am schnellsten lernen. Die meisten von ihnen arbeiten und haben nicht viel Zeit zum Proben. Noch kämpfen sie etwas mit Carmens Schrittkombinationen, aber die Trainerin bleibt fest entschlossen. Naja, ich werde schon üben, dass das auch klappt. Dass wir da auch eine gute Performance hinlegen. Ja, das werde ich schon. Für seine Tanzpartnerin hat sich Wladimir Malakow einen Special Moment ausgedacht. Ich krieg morgen die Kündigung. Morgen Kündigung. Nach solch aufmunternden Worten klappt es doch gleich viel besser. Ihr könnt euch immer an den anderen orientieren, ja? Also wenn, guckt immer, wer ist drin geblieben und dann guckt ihr, welche Seite macht der gerade und so weiter, ja? Nochmal alleine? Ja! Gut. So, ich zähle jetzt mal nicht mit, mal sehen, wie ihr damit klarkommt, weil ich weiß nicht, ob dort vor Ort jemand mitzählt für euch. Ja? Okay? Wir hatten in der Schule auch noch mal so ein paar Monatsfeiern, aber da waren ja nur ein paar Eltern da. Das war dann irgendwie nicht ganz so wie mit richtig vielen wildfremden Menschen. Ich bin eigentlich nicht so aufgeregt. Eigentlich habe ich das noch nie gemacht und dann freut man sich und das ist was Besonderes. Ich denke eigentlich nur, wenn man es hinter sich hat, dann denkt man, es war gar nicht so schlimm. Wladimir Malakow hat sein Leben lang getanzt. Schon als kleiner Junge wollte er ein Ballettstar werden. Mit 10 Jahren bestand er die schwere Aufnahmeprüfung an der Bolschoi-Ballettschule und zog aus der Ukraine ganz allein nach Moskau. I think it came from my mom. Yeah, because it was her dream to be a dancer. She did before rhythmic gymnastic, ballroom dance, character dance, and ballet always been her dream.
That's why I think when I was in her stomach, she put everything in me that I will be a dancer. Nur noch einen Tag bis zum Auftritt. Erst jetzt treffen die Dancing Queens, Profitänzer und Kinder aufeinander. Der große Moment der ersten und einzigen gemeinsamen Probe. Viele der Aerobic-Frauen haben sich extra Urlaub genommen. Die Kinder die Hausaufgaben im Blitztempo erledigt und die Profis ihre wenige Freizeit geopfert. Tänzerin Xenia, Ballettdirektor Wladimir und Aerobic-Trainerin Carmen müssen heute die vielen separat eingeübten Schrittkombinationen und Bewegungen miteinander koordinieren. Keine leichte Aufgabe. Okay. Schön, ich freue mich. Ja? Hallo, guten Abend. Herzlich willkommen zum Staatsballett Berlin. Das ist unsere Folie de la Danse. Und ich bin begeistert und glücklich, dass wir heute haben Generalprobe mit allen Kindern, allen Leuten, allen Freunden und Gästen da. Vielen Dank und vielleicht Xenia. Ja? Wir beginnen unsere Probe. Carmen, ja. Wir platzieren alles und wir beginnen. Alles Gute. Wir werden das nur ganz kurz erstmal koordinieren und ein bisschen Placing machen. Dann wäre das super, wenn ihr von hinten am besten dann so nach vorne kommt. Vorne ist hier, so dass wir schön Platz haben in der Breite. So haben wir schön viel Platz. Alle sind so aufgeregt und dabei zu sein und alle möchten ihr Bestes geben, dass es wirklich dann so einen schönen Kuchen ergibt sozusagen. Spätestens jetzt wird allen der Umfang des Unternehmens klar. Lampenfieber. Auch beim Chef. It's one thing what you do the general rehearsal today here, and it's fun. But of course, street gives you different atmosphere. But then when it's music, you don't have a choice. You must do. You must dance. Schnell zeigt sich, Carmens Kombination ist doch anspruchsvoller als gedacht. Die Trainerin muss Schritte und Richtung noch immer ansagen. Und auch die Koordination mit den Profis ist noch unklar. Seite! Es ist ein bisschen besser. Ihr seht, die Tänzer stehen noch. Ihr müsst euch da so ein bisschen ab, das ist gemerkt. Trotz des Durcheinanders klare Ansagen der Trainerin. Weltstar Wladimir Malakow ist beeindruckt. She is very funny. She is a very strong woman. She has a sense of humor. My God, I said, how it's possible that you know, she is even not tired. She wants to know more and more and more and more. Yes, we gonna mark just for the placing our stuff, but I think they need it one more time. Zu Beginn des Flashmobs soll es eine Überraschung geben. Dann tanzen die Profis, die Aerobic-Tänzerinnen kommen dazu und zum Schluss die Kinder und Jugendlichen. Also wenn die Asprey-Leute hier sind, einfach verteilen. Hier so? Ich glaube, genau. Jeder nimmt ein Kind mit. So, genau, genau. Das würde ich jetzt mal so sagen. Achtung! Hoffentlich gilt auch diesmal die alte Regel, je chaotischer die Generalprobe, desto besser die Premiere. Ein bisschen Angst habe ich schon, dass ich mich vertanze, aber jedenfalls macht es sehr dolle Spaß. Also das Einzige, was ich manchmal denke, oh, hoffentlich hast du nicht so einen totalen Blackout und stehst da und weißt nichts mehr. Das Spacing und das Placing wird am
Dienstag, also morgen, sowieso ganz anders werden. Also morgen ist das dann auch alles sehr spontan und auch eine Herausforderung. Das heißt, wir müssen einfach uns anpassen an Ort und Stelle und einfach das Beste draus machen. 18 Uhr, kurz vor dem Flashmob. Business as usual im Sony Center. Noch ahnt hier niemand, dass gleich etwas Ungewöhnliches geschehen wird. Wladimir und Xenia nähern sich als Touristenpärchen getarnt ihrer Bühne. Noch hat sie niemand erkannt. Große und kleine Tänzer verteilen sich in dem gewaltigen Innenraum. Sie verwandeln sich in Kinder auf dem Heimweg von der Schule, in Büroangestellte, Kinobesucher, Passanten. A little bit cold, but I think I'm very excited because I never do these things. But why not to try some new things? Looking forward. Und dann ist es soweit. Weltstar Wladimir Malakow mal einfach so, ganz nah auf der Straße tanzen zu sehen, das beeindruckt selbst die eventverwöhnten Berliner und zieht immer mehr Menschen an. Angesteckt vom Temperament der Tänzer, tauen langsam auch die Zuschauer auf. Es ist so ein Impuls von Energie, der von den Tänzern zu Beginn ausging und der sich auf alle übertragen hat. Das Üben hat sich gelohnt. Auch die Aerobic-Tänzerinnen meistern ihren ersten öffentlichen Auftritt nahezu perfekt. Und ich sage, wo siehst du das, dass die alle hier so lustig spontan zusammen tanzen? Das ist unglaublich. Very much, very beautiful. All the people dancing is very good. Kinder können stolz auf sich sein. Sie schaffen ihren Einsatz ganz ohne die Hilfe der Lehrerin. Yes,
Da wollen auch einige Zuschauer nicht zurückstehen. Selbst ohne die Schritte zu können, jeder darf mitmachen. Dancing by Doing. Ich bin ganz glücklich. Auch Wladimir Malakow ist sehr glücklich über diese besondere Premiere. New experience. I think the people enjoy. It's wonderful, you know, to have lots of young people also. And I think it will be nice. I think we must do this more often. She loves you.